So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Duck Game. Ich bin der Astronaut, Mr. Morgame ist Mr. Cool, Wintercracker ist der Taucher und Maudado ist ein Fernseher. Ja, der sich nicht bewegen kann. Ich glaube, jetzt nur noch so rum, ne? So. Achso, ich habe gar nicht diesen besonderen Regen, wir haben gar keinen Jetpack und so. Wir haben gerade bei Mr. Morgame eine Runde gespielt, da haben wir Jetpacks immer die ganze Zeit gehabt. War ganz lustig, aber auch ein bisschen anstrengend. Und jetzt stehen wir alle da und wollen uns nicht umbringen. Ich weiß noch, bei meiner Folge durfte ich keine Anmod machen. Ich wurde direkt runtergekillt. Das ist unfair. Ah! Cookie wurde auch umgebracht. In meiner Moderation. Ich war noch gar nicht fertig. Wow. Ich wollte noch alle Videos aufzählen, die ich hier hochgeladen habe. Wow, Leute. Full Try. Und ich wollte noch alle meine Abonnenten einzeln vorlesen. Maudado, kannst du mal quaken? Ah, da guckst du traurig. Oh. Tja, wer traut sich zuerst? Maudado mit der Einschusswaffe? Oder Wintercracker mit der OP? Das ist nicht Wintercracker, das ist, das ist Mr. Morgan. Hast du gewusst, dass da Stacheln sind? Nee, ich bin auch zu cool für Stacheln. Oh, die Superwaffe. Ich brauch auch die Mega-Waffe gerade. Ich will jetzt den Jetpack. Wintercracker, geh weg. Nee. Als ob dein Schuss genauso schräg geflogen ist, dass er mich getroffen hat. Ich muss ihm nachladen. Wintercracker, setz meinen Helm auf. Los, du bist der schlechte Ente, hüpf da hoch. Ja. Ich hab zwei Leute gekriegt mit dieser lustigen Waffe. Nein, nicht wegwerfen. Das ist mein Vermächtnis. Ja. Okay, jetzt töte für mich. Okay, okay. Hol die Superwaffe im roten Block. Eine Trompete einfach. Oder Posaune, was ist es? Trompete. Eine Trompete. Okay. Nicht, dass ich hier wieder in Kommentaren geflaggt werde. Das war eine Posaune, was ist das? Ich hab einen Greifhaken. Die ja. Gar nicht. Doch, doch, den kann man mit A einsetzen. Also erstmal ausrüsten. Habt ihr ihn ausgerüstet? Häng schon, ja. Ich schwing schon. Guck mal. Ja, genau. Immer wenn eine rote Linie da ist, kannst du nochmal A drücken und so ein Ding machen. Ja. Guck mal! Ich bringe die starken Waffen zu euch. Nehmt sie hier. Kämpft! Oh ja, danke. Ach man. Wer fliegt da bin oben? Der König der Fliegen? Keine Ahnung, bei mir ist so ein ganz langer Greifhaken, das sind die Unendlichkeit nach oben. Achso. Das glitscht da nur rum. Okay. Ha! Ah! Nein! Oh yeah, Mr. Cool. Mit der Sandra, das sieht ja so lustig aus. Hallo! Nein, nein, nein! Was ja. Sind die komische Nerfgun, die ich hier hab? Oh, die schießt einem Sachen aus der Hand. Komm mal da, du schießt mir jetzt die Nerfguns aus der Hand. Oh Gott. Wenn ich alles mal brennt. Okay. Ah, ich brenne! Ah, ich brenne auch. Aber vielleicht krieg ich den Punkt. Ja, ja, gerade so. War das Taktik? Nein. Das war Feuer. Was ist denn mit der Nerfgun angezündet? Sind die Leute Kinderspielzeug nicht gefährlich? Coole Bazooka-Map. Ja. Leute? Ja? Oh Gott. Das war... Ja, nein! Gut gemacht, ja. Hier kann ich euch allen zuzwinkern, wenn es so auf mich raufzoomt. Was ist das denn? Ich glaube, das ist so ein Powerblock. Oh Gott, schau mal, wie viele Granaten rauskommen! Und Feuer! Oh Gott, die sind cool! Springt auf die drauf, komm! Mehr! Man muss sie erst rausheben, platzieren und dann draufstellen. Ach so. Nicht in den Block wieder reinsetzen. Oh, doch, geht's sogar. Flammenwerfer! Nee. Feuerlöscher hier. Kann ich jetzt zum Stück hier öffnen? Oh, eine Netzkanone. Hä? Was ist das denn für ein blauer Leuchteding? Okay. Du hast gewonnen, Maudado. Was ist passiert? Ich bin irgendwie verbrannt. Das Spiel macht mich traurig. Au! Ach, endlich wieder. Du bist näher an der Waffe gespawnt. Zum Glück. Hätte wegklettern sollen. Ich vermisse mein Jetpack gerade so. Oh. Jetpacks gab's bei dir. Wir sind hier echten Männer. Oh. Mr. Cool bringt uns so um. Ich wollte nur die Leiche noch mitnehmen, aber okay. Jetpack. Nein, Jetpack. Ja. Ach, du hast Jetpack. Okay.
Wir haben Mr. Cool. Alles ist sicher. SOS. Nein. Outplayed, würde ich ja mal sagen. Tja, was machst du jetzt, Maudado? Ich hab keinen Mund mehr. Ich hol mir jetzt eine neue Weapon. Okay, das könnte mein Plan... Oh Gott, sie ist schneller aufgeladen als erwartet. Das könnte mein Plan vernichten, wollte ich sagen. Da war ich schon vernichtet. Was war denn dein Plan? Das ist aber schade. Ich wollte nach oben schießen. Irgendwo ohne. Oh, guck mal, ein Jetpack. Nein! Oh Gott, Feuer. Schnell weg hier. Der Jetpack, der Minigun-Mann brennt. Nein, nein. Flieht. Ich lebe. Das Feuer kommt an die Kisten, pass auf. Nein, 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 es fällt nach unten. Wirf die Kiste rein, Winterköcke. Nade. Nein, nein, nein. Da kommt noch ganz schön viel Feuer oben raus. Risiko. Mit der Cracker auf dich selber anzuzünden. Ja! Ey, der Fernseher gewinnt! Alle Tasten drücken. Oh, Kettensägen-Battle. Oh, Kettensäge. Man kann sich auf den Boden legen und dann die Kettensäge aktivieren, ne? Dann rutscht man so lustig durch die Gegend. Oh Gott! Das ist mir auch passiert! Ich mach mit. Ich hab das nicht kapiert. Ich hab mich auf den Boden gelegt, aber es ging nicht. Mr. Cool. 2 Punkte, Leute. Wie viele Astronauten da mit der Cool? Oh. Ja, die sind eh immer meine Fans, Alter, weil ich hoste. Nice. Wo bin ich da? Ich bin Hallo? Oben. Ja. Hey, Mr. Cool. Ich bin unantastbar. Och man. Leute, helft mir. Ich werde von Mr. Cool attackiert. Bleib einfach in Deckung. Der wird irgendwann aufgeben und sich selbst umbringen. Keine Angst. Nächste Waffe. Ich komm. Das ist irgendwie nicht so fair. Oh, oh, nee. So. Du kriegst mich nicht. Ich werde mich nicht den cool Aliens ergeben. Oh, noch mehr Verteidigung, danke. Oh Gott. Oh. Aber du kannst da durchschießen? Ja, wenn man den Schuss auflädt von der kleinen Kanone. Dann kann man durch das Metall durchschießen. Expertenwissen hier. Weg! Glück gehabt! Die Waffe ist gefährlich. Haben selber so noch Nachladen dabei. Was war das? Ja, ich hab die Waffe aus seiner Hand geworfen. Damit hat er nicht gerechnet. Ich echt nicht. Aber ich hatte auch nichts mehr zu schießen. Irgendwie sind hier ziemlich viele Schrotflinten. So, was macht ihr zwei denn da? Er hat mich umgebracht, hast du es gesehen? Ja. Hüter des Gesetzes, räche mich. Jetzt schneide ich. Oh. Ich hab keine Muni. Ja! Oh, oh Lord. Dieser Steinskill, ne? So einfach lasse ich mich nicht vor Winterköcker töten. Danke. Er schießt also 5 aufs Fenster und die Schrotflinte ballert aber voll durch sein Gesicht. Oh, das habe ich noch von vorne eingespeichert. OP Zombie. Ich bin auf einer Killstreak gerade. Boah. Oh, Aluhut, Leute, dann heißt es, gibt die Waffe. Hallo, ich hab noch einen Aluhut auf. Das kann nein, 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 ich hab einen Aluhut auf. Tschüss. Pass auf, Mr. Cool hat eine Gedankenkontrollwaffe. Der Aluhut hat mich kein Stück geschützt. Nein. Man in Black. Du bist aber eine Ente. Kein Man. Ente in Black? Oh Gott, da sind, Achtung. Oh Gott.
Eigentlich hättet ihr warten müssen, bis es voll ist. Wintercracker hat nur ein Brathähnchen zur Verteidigung. Gegen den Fernseher da. Ja, Wintercracker. Der Brathähnchen? Ja, ein Duell oben auf der Spitze des Berges. Die ist gefährlich. Oh. Komm ich näher an meine Waffe. Nice try! Ich musste ja irgendwas machen, weil ich aus der Map gefallen bin. Kannst du da trotzdem noch rutschen? Ja. Nee, ich würde es nicht. Einfach liegen bleiben, genau. Oh, das war nice. Super. Okay, ich halte mich da raus. Ja, genau. Mach mal doch bei Explosion einfach unterm Tisch verstecken. Ich dachte bei Erdbeben. Das gleiche. Warum ist da eine Sniper in dem Schwertlevel? Ach, du schießt da durch. Ja. Kuli hat gewonnen. Was eigentlich komisch ist, weil es Metallboxen sind. Die Sniper schießt nicht durch Metall durch. Ihr müsst die. Nein, ihr müsst die auf die Sprungbretter werfen. Aua. Wieder gewonnen. Siehst du schon auf. Du hast geführt, Mr. Moore, du holst nicht auf. Nö. Nee, du hast geführt. Nein. Ich hatte sogar weniger als. Oh, ja. Okay, krass, wie du das noch geschafft hast. Oh. Erstmal meine Sniper wegwerfen. Meiner Meinung nach hast du einen Führer. Oh, da hat einer die coole Sniper. Das ist Wintercracker, ja. Ne? Ich hab die. Du hast ein Jetpack? Oh nein. Nicht. Ich will nicht wieder verschleppt werden. Wie habe ich mich selber eingesperrt? Ah! Ah! Nein. Mein nice Untergang war. Mein Untergang war besiegelt. Ich habe immer noch keine Runde gewonnen. Stimmt, ich führe eindeutig. Null. Passt auch. Okay, Wintercracker, ich helfe dir jetzt. Teamwork. 6-6. Das kann ich ja nicht mit ansehen. Ja. So helfen wir aber nicht, Wintercracker. Bitteschön. Danke. Ich liege da einfach immer im Netz. Wo bin ich? Ach, da. Und Mr. Cool ist in einen Graben gefallen. In einen Gruben. Oh, Wintercracker, hier. Ach, Mann. Kannst du mich wenigstens mit der Mine töten? Nö. Ich doch mit der Mine selbst töten. Ja, mach ich. Ja. Ich will Wintercracker sich zuerst töten. Ich muss neu drauflaufen. Oh. Wintercracker, nicht, dass du auch explodiert. Yes. Du hattest die Chance auf einen Punkt, Wintercracker. Oh, mein Dings, der geht wieder nicht. Oh, kann man da durchrutschen? Bitte nicht. Liegt doch hier nur. Oh. Lol. Oh, da war ja eine Ente. Twice. Das führt nicht zueinander. Ich glaube, da kommt ja Wasser raus, Wintercracker. Ja. Dein Tauchhelm ist nicht ganz dicht. Nein. Ich war es nicht. Leichte. Schieß unten durchs Portal, Wintercracker. Lol. Naja, mal. So rum geht's nicht. Ja, Wintercracker. Sie kommunizieren. Ja, die Kiste war im Weg. Nein. Was macht Mr. Cool da? Was ist dein Plan? Sonne.
Hallo? Ich konnte mit der Situation nicht umgehen. Ich war überfordert. Wenn du immer so im Leben reagierst. Deswegen gehe ich auch nie raus. Ja. Bist schon gesucht. Aber das halbe Level. Nein! Nein! Du hast echt überlebt? Ich hab doch gar nicht nachgedacht. Oh ne, ich stolpere! Ja! Ich bin nochmal gestolpert. Die Bäume sind sehr verwurzelt. Ah, oh, machen wir eine Band! Oh, Band. Ja! Warte, ich will das. Ich werfe euch ab. Ich möchte gerade Musik machen, Leute. Habe ich alle abgeworfen? Ich lösche mal die. Ich habe gerade das. Ich sehe nicht mal mehr, wo der letzte Spieler ist. Ich habe gerade das. Das ich habe gerade das Intro gespielt von diesem Sand20 Foxstar. Dieses Achso, ja, ich weiß, welches du meinst. Dann wurde ich abgeknallt. Das macht man nicht. So, geh in die Ecke und stirb. Was eine Hinrichtung. Oh, ich hab gar keine Munden mehr. So, ich bin jetzt Maudado. Hey, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Duck Game. Heute erschießen wir Mr. More Game. Ja, erfolgreiche Folge, tschüss. Aber ich bin traurig, weil Mr. Mod tot ist. Oh, da ist eine Kettenschnäge. Was muss ich tun, um die Kettenschnäge zu bekommen? Hinterköcke abschießen? Nein. Ich hab Maudado abgeschossen, der war tot. Wie? Fühle ich mich hier nicht mehr so sicher. Ich mich schon. Ich mich auch. Im Jenseits. Guck mal, die Schrotflinte ist ganz rot gewesen. Die glüht, die Sniper. Oh! Meine Hände haben gebrannt. Hilfe! Das ist explodiert. Das Gerät in meiner... Oh, der AK! Leute! Oh! Oh, der AK! Alles leer. Oh. Was hat da drüben geschossen? Na, AK! Ah! Nein, mein AK! Die liegt da! Mr. Moore, benutzt sie! Nein, das ist mein Helm. Ja, ist er. Perfekt. Oh, oh. Ich muss fliehen. Von dem Feuer. Du triffst irgendwann. Ja! Ah! Weißt du, er klappt durch den Schlitz getroffen. Genau so spiel ich CSGO. Ja, so fühle ich mich da auch immer. Oh Gott! Die Rüstungsende ist einfach weggeflogen. Woo! Alter, habt ihr den Stunt gesehen? Ne, ich hab mich zugeguckt. Oh, warte, ich mach nochmal. So, springen und dann aus der Map fliegen. Aber guck mal, meine Schrotflinte hüpft da hin und her für Maudado. Oh Gott, wie, ich will doch nur. Okay, Winterköcker hat Punkte bekommen. Wir haben unser Ziel erfüllt für die Folge. So, Mr. Cool wurde auf jeden Fall, hat den Cool-Preis gewonnen. Ja. Ich auch! Alter, oh, so ein Zufall. Hat den Cool-Preis gewonnen. Winterköcker hat 2 Meter geschafft. Den coolsten. Und Maudado 1 Meter nochmal. 7. Ja, Maudado würde ich auch mit einer 7 von 10 bewerten. Okay. Aber Winterköcker nur mit einer 2 von 10. Okay. Hä? Ach, guck mal, wir kämpfen um den Preis. Lol, ich hab gewonnen. Jetzt habe ich ganz gewonnen, cool. Danke dafür. Ja! Ja! Mann. Alle Mühe von Mr. Mom sonst. Woo! Nur 7 von 10. Ich hasse mein Leben. Gut, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Duck Game oder sonst was. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Maudado disconnected. Und nee.